Willkommen zurück zu F-Zero GX! Wir haben den Story-Modus ein bisschen angekratzt, die ersten beiden Kapitel abgeschlossen und jetzt zeige ich euch den Rubin Cup auf dem Experten-Modus. Ganz klar, wir wurden erst Fünfter und dann Dritter. Es ist auf dem Experten-Modus nicht ganz so einfach, aber wenn man immer so gute Plätze belegt, kann man den Goldpokal nach Hause holen. Jetzt sind wir in der sandigen Wüste. Da sieht die Sache anders aus. Hier gibt es böse Kurven. Jetzt kommen auch langsam die L- und R-Tasten ins Spiel, denn die helfen zusätzlich mit. Mit denen kann man sehr gut noch driften etc. Wir sind gerade 15. von 30. Das ist nicht so gut. Wie gewohnt, in der ersten Runde noch kein Boost. Und ab der zweiten geht dann die Post ab. Und in der Gesamtstatistik bin ich jetzt Erster. Weil ich mich gut oben gehalten habe. Und der Zweitrangige hat ein kleines Rivale über seinen Kleider schweben, das wir erkennen, dass wir am besten den ausrotten, wenn wir den besiegen. Also sprich töten, sagt man. Dann kann der ja uns nicht mehr gefährlicher werden mit dem Punkt. Ist aber nicht ganz einfach, ausgerechnet den Rivalen richtig anzupeilen und zu töten. Aber man muss gar nicht so viel töten, wenn man selbst gut fährt, also was soll das? Wobei in dieser Sandebene hier war schon nie so der Kracher. Mal sehen, ob ich mich gut anstellen kann. Ich kann aufholen, das stimmt. Ihr könnt echt mal, ich kann's nicht, aber ihr könnt mal auf den Hintergrund achten, was da eben alles durch die Luft geschwirrt, das ist unglaublich. So, unser Boost ist aufgebraucht, aber dafür sind wir auch weit vorne, das ist schön. Jetzt müssen wir wieder auf die Krütze warten, die uns heilt. Und die anderen Gegner können sich natürlich auch heilen damit. Also jeder hat eine Energieanzeige, was das Töten angeht. Und damit darauf hinaus. Wir könnten jetzt auf gerader Strecke versuchen, nochmal einen umzuhauen. Da seht ihr es, wir haben einen Totenkopf, das heißt, der wurde wirklich zerstört. Den hat schon gepeilt, aber es geht halt wirklich sehr schnell. Und wir sind auch auf der Expertenbahn, also... nicht auf der Expertenbahn, auf der Expertenstufe. Komm, gib Gummi! Das ist Ziel! Ich glaube, Sechster sind wir geworden. Ach, naja, gut. Aber auf dieser Strecke bin ich eh nicht so gut. Tue ich normalerweise zweitstellige Plätze belegen. Platz 6, okay. In der Gesamtstatistik auf Platz 1. Der zweite ist King Meteor und dann Green Panther und dann Hyperspeeder. Black Bull, also Black Shadow, ist der Fahrer. Er ist auf Platz 6. Also es geht gut, wenn wir uns nicht großartig blamieren, dann sind wir auch gar nicht so. Sind wir nicht gefährdet. Also wenn wir immer in der Top 6 bleiben, sind wir gut dabei. Können auch die Farbe ändern, habe ich jetzt hier nicht getan. Werde ich euch mal demonstrieren dann. Oh, Lightning. Oh, das ist eine lange Strecke und die ist interessant. Schaut euch mal den Donner an. Cool, hä? 3, 2, 1 und los geht's. Guck mal auf Platz 5 gerade. Kennt ihr den? Star Fox. Also spielt wirklich der Vater von Fox mit, nämlich James McCloud. Das war, glaube ich, gar nicht der, aber es gibt den wirklich. Den zeige ich, glaube ich, auch irgendwann mal. Wollte ich auch mal machen. Ich habe so eine Probeaufnahme mal gemacht. Von F-Zero, da habe ich ihn gezeigt, aber die habe ich gelöscht, weil es Probleme gab mit der Memory Card. Blöd. Als ich dann nochmal Part 1 aufgenommen habe, habe ich vergessen, ihn zu zeigen. So, ich bin jetzt doppelt doof. Ich gehe über die Krütze, obwohl auf der anderen Strecke der Boost wäre. Krütze bringt mir nichts. Erste Runde 2 und 3. So, den habe ich mal getötet. Das ist der Rivale. Wenn wir den ausschalten, haben wir schon sehr viel erreicht. Ich will den umbringen. Komm. Ah, Mann. Wir sind schnell genug. Komm her, komm her, komm her. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt haben sie mich fast nach hinten gedönert. Nee, nee, komm mal her. Ich habe ein Auge auf dich. Ah, fuck. Fast. Wir können auch so in die Kurven gehen. Damit gehen nicht nur die Kurven einfacher, sondern auch alle, die uns rammen.
bekommen den Schaden ab und nicht wir. Jetzt in die Krütze. Au! Shit! Aus dem Gleichgewicht gekommen. Ich bin Platz 28 von 29, weil einen habe ich ja getötet. Das ist nicht so gut. Wir müssen auch sparsam sein mit unserem Boost, aber wir müssen ihn auch gut einsetzen. Da ist der Rivale. Dich töte ich auch mal? Nee, doch nicht. Scheiße. Wenn die eine direkt neben uns ist, weg damit. Das war Runde 2. Na gut. Ich versuche kleinere Brötchen zu backen. Also, oh, der Rivale ist ganz vorne mit dabei. Also es ist der, der uns am gefährlichsten werden kann. Was die Tabelle angeht. Komm, Vollstoff! Shit, aber auch ein bisschen Kontrolle behalten. Das ist der Rivale, müssen weiter vorne sein als der. Oh, wir sind schon wieder ganz vorne mit dabei. Oh, Achtung, unsere Energie geht gegen Null. Die Strecke geht noch ein bisschen. Oh, Achtung, Achtung. Können keinen Boost mehr einsetzen. Schade, alle werden uns überholen. Auch der Rivale. Kann ich nicht vermeiden. Ich war zu... Habe ich nochmal Boost eingesetzt. Oh, fuck! Platz 11. Und der Rivale vor uns. Das wird jetzt rechnerisch sehr gefährlich. Scheiße. Ich bin immer noch Platz 1 mit 10 Punkten Vorsprung. Das ist nicht viel. Wir müssen vor unserem Rivale bleiben. Im letzten Rennen. Was war das? War das das Aeropolis Multiplex? Das war doch... Das mit dem Eis und wo die Bomben zum ersten Mal auftauchen. Oder? Wo man auch mal eine Runde fliegt. Das meine ich ganz genau. Okay. Gut. Ich werde mir Mühe geben. Kommt her, meine Lieben. Fliegen jetzt mal eine Runde. Hilft, glaube ich, nicht großartig weiter. Nein, wenn man es kann. Man muss die Schnauze ein bisschen nach vorne beugen, das geht auch. So, und jetzt... Das ist meine Methode. Kann man auch mit dem L-Knopf sehr gut bewerkstelligen. Den sehe ich aber... Achtung, runter! Lieber jetzt hier gleich. Und zwar hier in dieser Kurve. LR. Und schon haben wir die Kurve ganz gechillt genommen. Und ja, wir sind vorne mit dabei. Freunde der Nacht. So, den Booster. Sind wir gleich Erster hier. In Runde 1. Hell. Da sind die Bomben. Nicht reinfahren. Die tun zwar nichts Schlimmes, die tun halt ein bisschen Energie abziehen. Ganz klar. Und die tun ein bisschen abbremsen. Das Eis ist nicht so schlimm. Wie halt Eis so ist. Okay. Ich habe in der Luft den Bus benutzt, um schneller hinzukommen. Hab dann aber so ein kleines bisschen... Ja, da muss man aufpassen. Also wir sind immer noch im ersten Cup. Es kommen später noch ganz andere Strecken auf uns zu. Ich weiß gar nicht, ob ich jeden Cup mit diesem... Schwierigkeitsgrad spielen möchte oder ob ich wieder auf normal schwer zurückgehe statt auf Expert. Also nicht auf normal, sondern auf schwer. Weil das ist quasi sehr schwer, glaube ich. Oder keine Ahnung. Aber für diesen wird es wohl lang und ich werde auch den nächsten Cup auf Expert noch bestreiten. Weil die fahren recht gut hier. Aber Platz 1 ist Gefahr. In Gefahr. Ich will schon immer Platz 1 mit euch erreichen in der Tabelle. Aber einfach soll es nicht werden. Es soll eine richtig geile Herausforderung sein. Und das ist es gerade. Richtig schön. Platz 6. Na, die Bomben fährt mal einer rein. Ja, einer fährt rein, natürlich. Warum nicht? Das Eis schockt mich nicht, damit kann ich umgehen.
Weiß nicht, warum das so viele immer stört. Mich interessiert das Eis nicht. Jetzt haben wir den Boost gut benutzt, nämlich vor der Rampe. Das hat uns dann weit nach vorne geholfen. Ah, das hat... Das war nicht gut gerade. Ah, einer ist gestorben jetzt eben. Sehr schön. Also nicht schön, also... Ich will nichts verherrlichen, ja. Einer ist ausgeschaltet. Ich sag lieber ausgeschaltet. Ich muss mir das angewöhnen, ausgeschaltet zu sagen. Weil, nehmt ihr am nächsten Rennen wieder teil. Also, liebe Kinder, niemand ist tot. Hier stirbt man nicht. Mann. Ist halt nur querschnittsgelebt. Gut. Steuert mit Gedankenübertragung. Komm, jump dahin. Wir haben noch so viel Boost übrig. Gleich kommt wieder eine Boost-Gene, deswegen gebe ich mal Gummi. Bitte die Bomben. Oh, eine Bombe. Shit. Ich bin Erster. In die Krütze. Oh nein. Ich habe nicht viel aufgefüllt, hey. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss natürlich vor dem Rivale bleiben, damit es schon viel erreicht. Black Bull ist auch sehr weit vorne. Nicht Red Bull, Black Bull. Black Bull verleiht keine Flügel. Ich heb meinen Boost noch ein bisschen auf. Ach, jetzt kommt auch wieder... Gleich wieder Auftank. Oh yeah. Okay. Damit werde ich euch ein bisschen... auf die Pelle rücken. Ich spare mir es noch auf. Ihr werdet euch noch wundern. Sage ich euch da vorne einfach mal. Na, wir arbeiten uns nach vorne. Das ist mein Rennen. Fuck, fuck, fuck. Und jetzt? Und? Komm schon! Und Vollgas! Noch einige eingeholt, Platz 8 oder sowas. Oh Mann, ey, hoffentlich reicht das. Ah, der Rivale ist hinter uns, aber Black Shadow war doch vor uns, oder? Oh, oh, oh. Muss ich mal schauen. Oh, und du hast nur einen Platz vor uns, das ist gut. Ich glaube, damit habe ich es geschafft. Yeah. Sonic Phantom ist Platz 2 und Black Bull Platz 3. Und King Meteor, unser Rivale, hat gar nichts erreicht. Schwächling. Damit schaue ich mir gerne mal die Siegerehrung an. Genießen wir es? Ja, ich hab's geschafft. F-Zero Grand Prix, Rubin Cup, Profi! Mute City, Platz 5, 1699 km/h. Attacken 0. Okay, netten Maß Attacken, ja. So viel, was ich gesagt habe, man tötet. Platz 3 im Split Oval, Casino Palace. Sand Ocean Surface Slide, Platz 6. Höchstgeschwindigkeit ist immer mit aufgeführt, aber die ist nicht so wichtig. Loop Cross nur Platz 11, da ging zum Ende hin ein bisschen was schief. Aber nicht so schlimm. Und Aeropolis Multiplex, Platz 8. Das reicht aus, um in der Gesamtstatistik Platz 1 zu belegen. 4 Leute getötet, ist nicht viel. Ich glaube, es kommt im Story-Modus sogar noch was vor. Da muss man Leute töten. Ausschalten, attackieren. Ich sag halt immer töten. Und da haben wir unser Treppchen, unser Sieger-Treppchen. Wir sind Captain Falcon und der Rest ist da hinten. Da spricht Mr. Eat direkt heraus, ey, der Fettsack. Dem müsste man die Lukas-Stimme geben. Ich werde ja nicht spielen. Platz 2 ist ein schwebendes Skelett. Also ist alles sehr... Futuristisch natürlich das GameCube-Logo am Himmel, ganz klar, habt ihr eben gesehen. Und jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Nämlich, was passiert, wenn man ein F-Zero-Rennen gewinnt oder Formel-1-Rennen? Jetzt verstehe ich es, Formel 1 und Formel 0, F-Zero. F-Zero TV. F-Zero TV. Na klar. Ja, red mal ein bisschen mit mir. Hut ab vor dem Sieg! The winner of the expert class. Congratulations. Now you all know the genius of the Falcon. Gar nicht eingebildet. Thanks for your words of enthusiasm, champion.
This has been a Speed Crazy Dream Extravaganza episode of F-Zero TV. Bis zum nächsten Part und ciao! We'll see you at the next Grand Prix.